Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Hex Shards of Fate. Wir befinden uns immer noch hier in dem wunderbaren Traumdungeon, so nenne ich das Ganze mal. Das letzte Mal haben wir die Traumschildkröte besiegt. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Traum. Scan. Die Lüfte ist jetzt nun voll von Asche. Ein Skarn ist ein Reptil, das im flüssigen Kern des Planeten zu Hause ist. Manchmal auch an anderen Orten, wo sich das Magma durch die Erdkruste bricht und Lava und heißes Gas in die Luft sprudelt. Du meinst Vulkane? Ein Skarn ernährt sich von Lava und Vulkanasche, was ihn schnell zu voller Größe heranwachsen lässt. Ein frisch aus dem Ei geschlüpfter Baby-Skarn ist kaum größer als ein Gecko. Aber auch ausgewachsene Exemplare werden so groß wie ein Tyrannosaurus. Futtert man ihn gut mit geschmolzenem Gestein, so kann er diese Größe binnen weniger Tage erreichen. Beeindruckend. Bisweilen wird ein ausgewachsener Skarn auch Höllenfeuerechse genannt. Ein passender Name, denn das heißblütige Reptil kann keine natürlichen Feinde. Hat keine natürlichen Feinde und ist sich seiner Stellung an der Spitze der Nahrungskette durchaus bewusst. Was ist das hier eigentlich für eine Eins? Ah. Ich war gerade aufgelegt. Welche Lektion lernen wir aus der Existenz des Garn? Das Leben findet über einen Weg, Kreaturen, die von Wut angetrieben werden, werden es immer weiterbringen, als wenn du nicht aufgefressen werden willst, hilft es, wenn du einige 3 Meter große Echse bist, deren Haut aus geschmolzenem Stein besteht und durch DNA an Lava statt Blut fließt. Natürlich. Jetzt kommt wieder irgendwas Englisches. Ich dachte, Skarne essen Lava. Ich bin doch nicht aus Lava gemacht. Oh. Egal. Traumskan. Einfach mal kämpfen. Ist ja nicht so, dass das Ganze so schon zu viel Text war. Aber wir sind ja eigentlich nur zum Kämpfen hier. So, ich behalte mal die Hand. Wir haben nämlich auch viel Grün da. Und er spielt ja mit Rot. Das wissen wir ja nun. Errib. Aber wir haben immerhin noch den Kampfspringer bekommen. Und er nicht. Er hat Schaden bekommen. Auch toll. Eigentlich müsste dann mal langsam was kommen. Wir wechseln mal ein bisschen die Farben durch. Und überspringen das Ganze. Noch mal einen zweiten, deshalb nicht wundern. Na, Erstschlag, okay. Karte ziehen. Und wir kriegen einen Rubin. Und eine zufällige Rubinkarte.
Ich hab doch gar keinen Ork außer denen, ne? Geht das trotzdem? Ja. Na, jetzt wird's nur so nervig. Eieiei. Zerschmettern. Aber das ist hier ein Flieger, den kann er nicht blocken. GG. Also, das ist hier definitiv nicht das Level, deshalb wundert mich das ein bisschen. Das sind irgendwelche zwei verschiedenen Level. Also irgendwas mit täglichen Bonus sehe ich hier auch. Täglich irgendwelche Punkte noch? Aber auf alle Fälle kriegen wir Gold. Eine Wolke aus Höllenfeuer hüllt den Skan ein, dann verpufft er. Waden aus heißem Dampf. Nichts ergibt einen Sinn. Ja, gut. Ergibt's auch nicht. Und da wir das jetzt gerade so schnell geschafft haben, geht's gleich noch weiter mit dem nächsten. Traumspinne. Die Steine vor dir sind mit Spinnweben bedeckt. Schön, wie es hier mal so dunkel wird. Ein Käfer trippelte den Stamm eines hohen Baumes herab, als er an einem Spinnennetz vorbeikam. Verzeihung, Frau Spinne, rief der Käfer laut. Es scheint, als erschreckte sich euer Netz zwischen diesem Baum hier und jenem anderen dort drüben. Dürfte ich wohl über euer Netz laufen, um zu dem anderen Baum zu gelangen? Ihr müsst wissen, meine Familie lebt auf dem anderen Baum, sprach Käfer, und ich habe diese Beeren für sie gepflückt. Müsste ich erst noch diesen Baum herab? Über den Waldboden und den anderen Baum hinauf würden sie sicher verderben. Ich könnte sehr viel schneller dort sein, wenn ich einfach kurz über euer Netz huschen dürfte. Nun, ihr seid aber furchtlos, zischte Spinne. Habt ihr keine Angst, dass ich euch fressen könnte? Wofür? Das könntet ihr wohl tun, antwortete der Käfer. Doch müsst ihr wissen, ich bin sehr bestrebt, meine Familie zu erreichen, und ich ersuche euch in aller Höflichkeit, dies zu unterlassen. Spinne überlegte einen Moment, dann sagte sie, heute ist euer Glückstag, Käfer. Ich bin noch recht satt von meinem Abendessen und habe wenig Lust, euch zu fressen. Ihr dürft mein Netz überqueren. Hab Dank, antwortete der Käfer und lief unbeschadet über das Netz zum anderen Baum. Am nächsten Morgen kam der Käfer wieder und rief, Verzeihung, Frau Spinne, leider muss ich mich an diesem wunderbaren Morgen erneut stören. Ich müsste mit meinen Beeren wieder zurück auf die andere Seite. Dürfte ich erneut über euer Netz? Spinne seufzte und erwiderte, nun gut, ihr dürft. Eine volle Woche lang überquert der Käfer zweimal am Tag Spinnes Netz. Einmal morgens, um zu dem Baum mit den Beeren zu gelangen, und einmal abends, um zurück zu seiner Familie zu kommen. Nach einigen Tagen fragte er Spinne bereits nicht mehr um Erlaubnis, er tippelte lediglich über das Netz und nickte ihr schwach zu. Eines Morgens wollte Käfer wie gewohnt das Netz überqueren, als Spinne zuschlug. Ihre Fangzähne bohrten sich durch seinen Panzer und Käfer war auf der Stelle tot. Spinne spann ihre Beute in einem klebrigen Kokon ein und um sie für später aufzuheben. Was ist der Sinn dieser Geschichte? Ja, was wohl? Also die Spinne konnte man dann auch nicht mehr trauen. Der Käfer war faul und missbrauchte die Freundschaft der Spinne,
Er hätte es verdient, gefressen zu werden. Die Spinne brach das Vertrauen des Freundes, um ihren eigenen Hunger zu stillen. Das Leben und der Tod sind Zufall. Suche nicht nach Bedeutung, wenn keine zu finden sind. Eigentlich eher das. Nicht schon wieder, ne? Bleib zurück. Egal. Es geht los. Wir kämpfen gegen die Spinne. Das heißt, jetzt haben wir natürlich auch hier mit Blutsplittern zu tun. Und so einem Wald-Szenario. Oh, wir behalten mal die Hand. Wir könnten nämlich schnell auch die Dunkelturmpriesterin rausbringen. Das könnte ja schon mal gut sein. Aber natürlich kann auch beim Gegner was kommen, ne? Da muss man aufpassen. Ja. Knochenkrieger, da haben wir schon was. Knochenhaufen? Ah, gut. Wow. Oh. Tschüss. Jetzt ist da so ein nutzloser Knochenhaufen. Wobei man den auch wieder in eine Knochenkrieger verwandeln kann. Also da muss man mal ein bisschen aufpassen. Und tschüss. Das war nämlich Mord. Oder Attentat heißt es ja jetzt. Es hieß mal Mord. Und da kommt der nächste Knochenjäger. Knochenkrieger, meine ich. Den Entzug brauchen wir nicht. So, jetzt kriegen wir natürlich hier irgendwelche Blut. Ein Jungspinnei. Okay. Das Gute ist übrigens auch, dass wir ja dadurch, dass wir ja auch mit solchen Karten spielen, das auch für uns nutzen können. Lebensentzug ist ein bisschen kacke. Naja, fliegen. Wow. Das hat sie ja vollgebracht. Na. Oh. Jungspinne, warum nicht? Nehme ich meinetwegen auch gerne.
Achso, ich muss zwei Karten. Irgendwas ziehe ich hier bestimmt. Nori. Und wie gut Nori auch auf einmal ist. Wow. Ja, die Spinne ist jetzt sowas von irrelevant gerade, weil die nicht so wichtig ist. Viel kann er gar nicht blocken. Der kann nämlich gar nichts blocken gerade. Der kann nur umwandeln. Und dann war es das nämlich schon. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Level aufgestiegen. Ja. Und hast deine erste Account-Belohnung erhalten. Klicke auf den pulsierenden Erfahrungsbalken, um deine Belohnung zu. Um deine Belohnung zu erhalten. Okay. Das gucken wir uns gleich noch an. Die Spinnenbeine krümmen sich zu einer pulsierenden, leblosen Kugel, die sich in der bodenlosen Tiefe verliert. Ich komme mir wie mir ewig wie der Käfer in der Geschichte vor. Ja. Das heißt, jetzt kann ich hier die Belohnung abholen. Da. Claim Rewards. Krass. Das ist ja der Hammer. Also so viel Belohnung. Ich glaube, da ist irgendwas schief gelaufen gerade, oder? Jetzt kriegen wir hier auf alle Fälle als nächstes Karten. Wachbord. Das da. Das da. Why not? Verfügbare tägliche Bonus-EXP. Verfügbare EXP bis Grenze. Okay. Okay. Beim nächsten Mal, ich denke mal, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir hatten beim letzten Mal aber auch ein bisschen überzogen. Da können wir es jetzt auch ein bisschen kürzer machen. Das ist nicht ganz so schlimm. Beim nächsten Mal, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, genau, werden wir auf alle Fälle die beiden wohl noch schaffen. Dass es so gut eigentlich funktioniert, wundert mich so ein bisschen, ne? Dafür, dass ich hier vorher immer so abgekackt habe. Und dann werden wir definitiv auch. Oh. Hier aufdrücke, sehen wir. Ah, da sehen wir nochmal unsere Statistiken. Unsere Ausrüstung, die wir hier haben. Für Nori. Die Rasse. Das Geschlecht. Die Fraktion. Klasse. Lebenspunkte. Handkarten. Und die Aufladung zu Beginn. Das kann man ja alles später skillen, deshalb. Und so ein großes Bild von unserem Shinhare. Okay, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Natürlich könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und gleich in der Endcard seht ihr natürlich noch hier so ein Video und hier so ein Video und hier so links. Und dann könnt ihr dann halt draufklicken und kommt dann wieder zur Homepage oder zu einem der weiteren Videos. So könnt ihr natürlich auch den Kanal abonnieren. Bis dahin und tschüss.